letzten Stunden waren keine Sternstunden der Demokratie. Das, was sich dort abgespielt hat, habe ich nicht für möglich gehalten. Es werden jetzt vermutlich Gerichte entscheiden, wie das endgültige Ergebnis ist. Aber wir Deutschen und wir Europäer sollten dieses Ergebnis insgesamt sehr ernst nehmen. Ohne die Corona-Krise, ohne diesen gigantischen Wirtschaftseinbruch, ohne 240.000 Corona-Tote hätte Donald Trump die Wahl haushoch gewonnen. Und deshalb ist es ein Auftrag in Richtung Europa, in Richtung Deutschland, hier über unsere strategische, geopolitische Politik nachzudenken. Ich glaube, da braucht es Veränderungen. Trump akzeptiert nicht, dass Wählerinnen und Wähler sprechen und akzeptiert auch keine ordentliche Auszählung. Eigentlich sind die Regeln ja klar, wie ausgezählt wird, wer dabei sein darf, wer beobachtet. Es gibt sogar internationale Wahlbeobachter. Bei Biden würden sich einige Dinge ändern. Natürlich würde der auch US-Interessen vertreten, aber es würde sich einiges ändern und man könnte wieder gemeinsam diskutieren. Das sieht man schon daran, dass er jetzt klar gesagt hat, er würde dem Klimaabkommen wieder beitreten. Das heißt, das wäre ja ein Türöffner dafür, dass wir weltweit die Dinge wieder gemeinsam lösen.